Guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge Fernsehrausch, zu einer ganz besonderen, auch dieses Mal. Allein schon deshalb, weil der Daniel und ich gerade gar nicht zusammensitzen. Das erstens und zweitens, weil die Tonqualität diesmal bombastisch ist, womit du ja zu tun hast. Ne? Ja, man muss es sagen, viele von euch haben geschrieben, ey, das ist ja ein super Podcast und die Gäste sind spannend und die Fragen und die Antworten auch, aber es ist manchmal schwierig zu hören. Das stimmt, das tut uns auch leid im Nachhinein. Wir haben da mittlerweile, glaube ich, mindestens 20 verschiedene Mikrofone und Techniken ausprobiert und wir glauben endlich, den heiligen Gral gefunden zu haben. Ja, das ist schon mal super. Dafür haben wir aber gedacht, machen wir das Vorgespräch in der Scheißqualität. Richtig. Der Daniel ist nämlich gerade im Saarland und ist deswegen zugeschaltet per Telefon, weil wir nämlich, als wir das Gespräch gestern aufgezeichnet haben, das ihr gleich hören werdet, nicht dran gedacht haben, dass wir da ja noch unser Vorgespräch machen wollen, indem wir euch ja immer gerne noch so ein paar Infos mitgeben. Ja, es ist ja nicht so, als hätten wir nicht irgendwie nach dem Gespräch dann noch, bevor wir gepennt haben, 2 Stunden im Hotel rumgehockt, einfach so. Und niemand ist es irgendwie in den Sinn gekommen, das Vorgespräch zu machen, weil wir beide noch so euphorisch waren nach diesem tollen Gespräch mit Wolfgang Barrow. Ja, den alle als... gar nicht gesagt, ne? Wolfgang Barrow. Den alle als Joe Gerner von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten kennen, der schon einen 12-Stunden-Tag in den Knochen hatte, als er sich mit uns dann nochmal in Berlin hingesetzt hat, um sich dann nochmal 1,5 Stunden lang mit uns zu unterhalten. Also Respekt vor diesem Mann. Ja, absolut. Also dass jeder, der sich mit uns unterhalten hat bisher, der weiß, wovon wir sprechen. Das ist hart. Sie werden immer in die Mangel genommen. Und das, obwohl die von uns gar keine Kohle bekommen. Ja, das kommt noch hinzu. Eigentlich zahlen wir ja Geld dafür, dass ihr diese Folgen hören könnt. Wir reisen dahin, verdienen nichts damit und ihr habt hoffentlich Spaß. Und was wir damit sagen wollen, wenn ihr ein bisschen zu viel Geld habt, so kurz vor Weihnachten, dann macht uns doch mal ein Geschenk. Und, oder können wir das jetzt sagen? Ja, kann man schon mal drauf auch... Oder naja, es gibt ja auch kostenlose Geschenke. Zum Beispiel würden wir uns sehr freuen, wenn ihr zum Beispiel bei iTunes unseren Podcast 5 Herzen gebt, ja, und gerne auch drunter schreibt, finde ich super, finde ich nicht so gut, oder ich würde mir den und den Gast gerne mal wünschen. Ihr schreibt hier ganz fleißig Mails, aber gerne auch öffentlich bei iTunes oder woanders. Ihr könnt uns auch gerne bei Instagram mal teilen, verlinken, wenn ihr eine Folge hört, beim Spazierengehen, beim Sport machen, whatever. Darüber freuen wir uns sehr und davon profitieren wir tatsächlich ein bisschen, weil dann werden noch mehr Leute auf diesen Podcast aufmerksam und dann freuen wir uns noch mehr. Ja, und wir haben nächstes Jahr auch noch Großes vor. Insofern freuen wir uns über jede Unterstützung. Aber dazu demnächst mehr. 2019 wird ein tolles Jahr. Kurz noch zu Wolfgang Barrow. Toller Mann, tolles Gespräch, sehr offen. Er hat uns unter anderem erzählt, wie das damals war in West-Berlin. Ich glaube, der hat nichts anbrennen lassen, der gute Mann, ne? Nee, offensichtlich nicht. Er hat seine Jugend genossen, seine jungen Erwachsenenjahre. Was er da mit den Frauen so getrieben hat, mit wem er da unterwegs war, hat er uns erzählt. Er hat uns auch erzählt, welchen Prominenten er überhaupt nicht mag. Ja, das fand ich super, weil sonst drucksen da immer viele rum und wissen nicht so genau. Und er hat aber knallhart mal einen Namen gesagt und auch wieso. Und ich konnte das auch ganz gut nachvollziehen, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich haben wir mit ihm ganz, ganz viel über gute Zeiten, schlechte Zeiten gesprochen und über seine Rolle Joe Gerner. Viel Spaß bei einer neuen Folge Fernsehrausch mit Wolfgang Barrow. Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Heute mit Wolfgang Hans-Peter Barrow. Meine erste Erfahrung mit Fernsehen. Im Jahr 1978, eigentlich 77, mit dem Film Verführung. Mein Durchbruch im Fernsehen. Mit der Durchreise. Das war ein 6-Teiler für ZDF. Meine erste Extremsituation im Fernsehen. Ein Gürtel mit Sprengstoff, wo Dr. Gerner in die Luft gejagt werden sollte. Darauf bin ich heute noch stolz. Auf meinen Sohn. Das Fernsehen in den 90er Jahren war noch ziemlich in den Anfängen, also vor allen Dingen bei den Privaten. Das Fernsehen von heute ist Hightech. Die Leute sagen wahrscheinlich über mich, dass ich genauso bin wie in der Serie. Mein aktueller Kontostand. Den habe ich nie im Kopf. Fernsehrausch. Herzlich willkommen im Fernsehrausch, Wolfgang Barrow. Hallo. Ich glaube, es werden Millionen von Fernsehzuschauern jetzt ein bisschen neidisch auf uns sein, denn wir sind fast einen Steinwurf entfernt von ihrem Wohnzimmer. Also Boris Becker sagt, Wimbledon ist sein Wohnzimmer. Da drüben sind die Studios von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und ich nehme an, das ist ihr Wohnzimmer, oder? In gewisser Weise schon. Also auf alle Fälle fühle ich mich da sehr wohl und zu Hause. Und ich kenne natürlich da auch jede Ecke. Ja klar, ich meine seit 25 Jahren oder seit mehr als 25 Jahren sind Sie dort als Dr. Joe Gerner bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
Da wollen wir gleich noch ganz ausführlich drüber sprechen. Vorher erstmal ein paar kalte Fakten. Geboren in Berlin-Wilmersdorf am 18.09.1960, 58 Jahre alt. Erste investigative Frage, Haare gefärbt oder Natur? Nee, die sind Natur. Also da wird nichts nachgeholfen. Graumeliert inzwischen, ne? Ja, ja. Also es war eine Zeit lang so, dass sie auch, wo die Produktion dann sagte, na ja, wir wollen ein bisschen nachfärben und so weiter, aber dann haben sie darauf verzichtet, weil es sieht trotzdem immer ein bisschen komisch aus. Also jetzt lassen wir es und jetzt ist es einfach so. Wenn ich mich recht entsinne, Anfangszeit GZSZ, da waren sie auch, noch relativ, also richtig schwarz die Haare, ne? Oder? Nee, ich war immer so dunkel, so braun, dunkelbraun. Ja? Okay, vielleicht war es unser Fernseher, der hat ein bisschen geschwärzt. Ja, nach dem Abitur, Studium der Psychologie und Theaterwissenschaften, weil die Eltern ein bisschen Druck gemacht haben auch? Ja, also meine Eltern, vor allen Dingen mein Vater, der meinte, Schauspielerei ist kein Beruf, da muss man was Anständiges lernen und der wollte natürlich gerne, dass ich studiere oder Beamter werde. Und dann habe ich mich für Psychologie entschieden. Dann aber vorzeitig abgebrochen. Wie lange hat das gedauert bis zum Abbruch? Ich glaube, ich habe 2 Jahre studiert und ich habe parallel dazu an einer privaten Schauspielschule studiert und bei dieser Schauspielschule war es auch so, dass da immer wieder Anrufe kamen, weil diese Schauspielschule in Verbindung stand mit vielen Theatern und da kamen dann eben auch Anrufe, Mensch, wir bräuchten da einen jungen Schauspieler, hast du da jemanden, könnte der? Und so kam ich dann zu meinem ersten Theaterengagement, damals zum Hansa-Theater in Berlin und dann habe ich abends noch Theater gespielt, war auf der Schauspielschule und morgens eben Psychologie studieren, da habe ich gedacht, nee, also irgendwann, da kommt man wirklich, das geht nicht mehr und dann habe ich Feierabend gemacht. Und wie haben die Eltern reagiert? Naja, mein Vater war ziemlich sauer, aber meine Mutter war begeistert, als sie mich das erste Mal auf der Bühne gesehen hat. Und dann ließ sich auch mein Vater davon überzeugen, naja, vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht. Das haben sie alles in Berlin gemacht? Ja. So richtig aus Berlin rausgekommen sind sie eigentlich nie, oder? Na, wenn man so will, nicht. Also, dass ich länger als ein paar Monate aus Berlin draußen war, eigentlich nie. Also ich habe auch Theater gespielt, immer in Berlin. Und was ich gemacht habe beruflich, habe ich, abgesehen jetzt vielleicht von ein paar Fernsehrollen, die ich in München gedreht habe, habe ich das meiste hier in Berlin gemacht. Weil es ja auch schön ist hier. Warum soll man hier weg, ne? Genau. Sie haben gerade eben gesagt, erste Erfahrung mit Fernsehen war der Film Verführungen, 1978. Genau. Und ich glaube, Sie erinnern sich immer noch gerne an das Casting, ne? Weil Sie da die eine oder andere weibliche Person intensiver kennenlernen durften. Genau. Das, also der Sender Freies Berlin, das war damals der Radio- und Fernsehsender von Berlin, was heutzutage der RBB ist, der suchte für einen Fernsehfilm junge Menschen, also so 17-, 18-Jährige. Und ein Freund von mir und ich, mein Schulfreund, wir haben gesagt, Mensch, lass uns doch mal da zu diesem Casting gehen. Wir hatten keine Ahnung, einfach so mal. Und da wurde ich dann damit konfrontiert, dass ich mit einem jungen Mädchen mich eine Liebesszene spielen musste und küssen musste. Und in dem Alter war es damals halt nicht so einfach, irgendwelche Mädels zu küssen, ohne dass man eine gefickt bekam. Und das hat mir natürlich Spaß gemacht und ich habe das ausgekostet, gleich mit mehreren Mädels da zu krumm zu knutschen. Und ich muss da so überzeugend gewesen sein, dass die gesagt haben, ja, den nehmen wir. Waren die Mädels denn auch dementsprechend gecastet? Sahen die auch gut aus? Die waren damals ja hübsch, ja, ja. Wenn man sich so ihre Biografie anguckt, hat man auch den Eindruck, sie haben in der Zeit auch sonst nicht so viel anbrennen lassen. Sie waren in West-Berlin oft mit Amerikanern unterwegs. Und man sagt, sie haben da ordentlich gefeiert, haben es ordentlich krachen lassen. Das stimmt. Also das war allerdings noch, da bin ich noch zur Schule gegangen. Also da war ich 16, als ich dann mit den Amerikanern da um die Häuser gezogen bin. Und das war ganz ulkig, weil ich bin dann, weil ich mit den Amerikanern ganz gut konnte, haben dann die Mädels, die wir kennengelernt haben, immer alle gedacht, ich bin auch Amerikaner. Mhm. Und ich habe sie dann in dem Glauben gelassen. Und wenn die sich dann unterhalten haben über mich und über die Amerikaner, war ich natürlich immer dabei und habe so getan, ich verstehe kein Wort, aber wusste genau, wovon die reden. Also das war nicht unkomisch. Wie muss man sich diese Zeit damals vorstellen, wenn man da unterwegs war, auf Partys, in irgendwelchen Clubs in Berlin? Naja, das war auch nicht anders, als es heute ist.
die Discos, wie sie damals noch hießen, die waren eben auch so, man ging da rein. Es gab natürlich, dadurch, dass ich mit den amerikanischen GIs um die Häuser gezogen bin, bin ich natürlich in Clubs reingekommen, wo normalerweise die Deutschen nicht so ohne Probleme reingekommen wären. Das waren eben so amerikanische oder auch englische Clubs. Und da gab es auch ständig Probleme. Also ich habe in einigen Clubs dann erlebt, die Briten waren meistens eher betrunken, weil in Großbritannien ist ja nach wie vor um 23 Uhr da Sperrstunde. Das kennt man noch, ja. Genau, und so war das damals auch. Die waren um diese Zeit schon alle hackedicht. Und wenn dann die Amerikaner reinkamen, dann haben die sich lustig gemacht über die Amerikaner sich dann über die Briten und irgendwann haben sie sich gekloppt. Dann ging dann ein Amerikaner ging dann in, meistens der kleinste und schmächtigste ging dann ins Klo und dann sind die Briten hinterher, um den zu vermöbeln und dann die Amerikaner und dann wurde die Musik lauter gedreht. Und Sie haben ordentlich mitgemischt oder haben Sie eher so ein bisschen von hinten betrachtet? Ich hab dann den Unterhalter für die Damen gemacht, solange die Amerikaner weg waren. So ein Top-Job gewesen. Ganz gute Strategie eigentlich. Ja. Allerdings hat mich diese Freundschaft mit den Amerikanern dann auch in der Schule nicht gerade weitergebracht, sondern eher behindert. Weil Sie das falsche Englisch gesprochen haben. Richtig. Ich hatte dann Leistungskurs Englisch, weil mein Englisch gar nicht schlecht war. Und wir bekamen einen neuen Englischlehrer und der hat dann alle vorlesen lassen und dann sagte er, ja, Sie sprechen sehr gutes Englisch, aber leider mit einem furchtbar amerikanischen Akzent. Mhm. Sie können das gerne weitersprechen, aber dann müssen Sie das auch schreiben. Und Oscar Wilde hat mal gesagt, Americans and British have everything in common except the language. Und das ist leider in dem Fall stimmt das total, weil eben Englisch geschrieben und amerikanisch, da ist schon ein großer Unterschied. Und wenn ich also Post Office geschrieben habe, hat er mir das als Fehler angestrichen, weil es Mail Office heißt im amerikanischen. Oder Center wird im amerikanischen ER geschrieben und im englischen RE und so eine Sachen. Und dann hat mein Vater, ist dann die Hutschnur geplatzt und er hat gesagt, so, jetzt gehst du nach England und da wirst du dann britisches Englisch lernen und hörst auf, mit den Amerikanern um die Häuser zu ziehen. Und das hat funktioniert? Das hat dann funktioniert, ja. Ich kam dann wieder zurück und habe British Englisch gesprochen. Und was dazu führte, dass dieser Englischlehrer, der hat dann einen Englisch-Leistungskurs, ein Theaterstück aufgeführt, The Winslow Boy. Und witzigerweise spielte ich in diesem Theaterstück Sir Robert Morton. Und das war ein britischer Anwalt. Da geht es nämlich darum, dass der Winslow Boy, also es geht um einen Jungen, der auf einer Militärakademie ist und dem wird vorgeworfen, dass er irgendwelche Papiere gefälscht hat. Das war aber ein anderer Junge, der das gemacht hat, hat ihm das nur untergeschoben. Und der Junge sollte dann von der Militärakademie geschmissen werden. Und da das eine staatliche Akademie war, also eine königliche Akademie, hat man nie sich getraut, da irgendwas dagegen zu sagen. Und dieser Mann, der Vater von dem Jungen, der hat als erster, diesen Fall gab es wirklich, geklagt gegen die Krone. Und das war eben dieser Sir Robert Morton, der Anwalt. Er hat wirklich, also der Mann hat sein ganzes Vermögen rangehängt, um seinen Jungen zu rehabilitieren, was ihm dann auch gelungen ist. Und mit gutem Englisch haben Sie das Abitur dann auch geschafft, haben dann, wie wir eben schon gesagt haben, Studium angefangen und nebenher auch Schauspiel gelernt. Und dann kamen ja so Anfang der 80er die ersten Aufträge, also erste Filme, immer mehr Theaterengagements und dann irgendwann die Zusammenarbeit mit Didi Hallervorden, ne? Für die Didi-Show. Das war so Ende der 80er, glaube ich. Ja. Was haben Sie da noch für Erinnerungen? Weil Didi Hallervorden ist ja auch nicht so der einfachste Kollege im Umgang. Also zu dieser Geschichte muss ich sagen, ich habe damals Kabarett gemacht, Kabarett im Stile der 20er Jahre, in einem kleinen Theater in Berlin. Und da spielte eine Kollegin mit. Das war die Schwester von Ilja Richter, Janina Richter. Und die wiederum war eben auch bekannt mit Dieter Hallervorden. Und die hat gehört, dass der für seine neue Serie Leute braucht. Und dann hat sie ihn eingeladen in unser Programm, weil sie gerne da mitspielen wollte. Ach so. Ja, und er war dann drin in der Vorstellung und ein paar Tage später rief mich dann die Universum Film, das war damals die Filmproduktionsfirma, die das drehen sollte,
an und sagte, ja, Herr Hallervorden möchte gerne, dass Sie da mitspielen und so weiter. Und ich war in meinem damals noch jugendlichen Wahnsinn, dass ich sagte, ach na Mensch, ey, Hallervorden, das ist ja so ein Klamottenkomiker. Und wenn Hallervorden, also ich kannte ja die, da, davor gab es ja Nonstop Nonsense, das war ja sehr bekannt. Und es war immer so, dass ich den Eindruck hatte, Hallervorden ist die Nummer eins und alles andere ist da nur Beiwerk und ist interessiert. Ja. Und weil ich auch, sagen wir mal, ein kleiner Star in meinem Theater war, dachte ich, ach nee, das musst du nicht machen. Also da bist du nur irgendwie ein Stichwortgeber für den großen Dieter Hallervorden. Nee, das muss nicht sein. So, dann habe ich gesagt, nee, also wissen Sie, ich glaube nicht, möchte ich nicht. Dann rief mich vielleicht eine Woche später der Regieassistent an und sagte, Herr Hallervorden würde sehr gerne Sie in der Show haben und ob Sie sich nicht nochmal die Sache überlegen können. Ich habe dann gesagt, nee, eigentlich nicht. Hat das Fernsehen überhaupt nicht gezogen? Überhaupt nicht. Nee, hatte gar keinen... Nee, weil für mich war klar, wenn ich Fernsehen mache, dann muss ich da richtig groß und nicht so eine, vielleicht so ein Stichwortgeber sein. Ja, und dann, auch glaube auch eine Woche später, rief er selber an. Da war denn Dieter Hallervorden dran, sagte, ja, also ich möchte gerne, dass sie bei der Serie mitspielen und so. Palim. Ja, das. Und das hat mich dann, ich dachte, Mensch, jetzt ruft der selber an. Puh, da muss er ja schon. Ja. Und so kamen wir dann zusammen. Und das war auch sehr witzig, weil der Dieter Hallervorden, das ist ein absoluter, also ein sehr, sehr korrekter Mann und der probt das auch bis ins Detail und er hatte diese Sketche und er wollte, dass diese Sketche vorher ausprobiert sind. Also es gab einen Teil, das waren so Fernsehsketche, die gedreht worden sind und die anderen liefen live vor Publikum ab. Und um diese Live-Sketche erstmal zu proben, sind wir dann in sein Theater, in sein Kabarett, in die Wühlmäuse gegangen und haben so diese Sachen gespielt. Der Witz war daran, dass er natürlich als Hauptprotagonist die meiste Zeit auf der Bühne war. Und es gab einige Sketche, die konnte er nicht spielen, weil er sie umziehen musste. Und dann übernahm ich die. Also er hat mir dann die aufs Auge gedrückt, wo ich dann plötzlich der Protagonist war. Das hat mir natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Später war es dann allerdings so, dass der Redakteur vom ZDF sagte, der war in der Vorstellung und sagte, Herr Hallervorden, aber diese Sketche, die der Baro da spielt, die spielen Sie doch dann. Sagte er, wieso, da kann der doch spielen, der spielt doch wunderbar. Ja, aber wir haben eine Didi-Show bestellt und da muss natürlich die Hauptperson der Didi sein und nicht dieser Kollege. Naja, da war er ein bisschen sauer darüber. Und aber er hat es natürlich akzeptiert. Aber das war eine schöne Zeit. Und wir sind dann auch mit dem Ding auf Tournee gegangen. Das war auch so erfolgreich bei den Wühlmäusen, dass er es dann als eigenes Programm da gespielt hat. Und dann, wie gesagt, sind wir auch auf Tournee gegangen mit dem Programm. Und das war eine sehr lustige Zeit. Und dann hatten wir uns ja fast 30 Jahre aus den Augen verloren. Also ich habe ihn natürlich immer wieder getroffen und so weiter. Aber wir haben dann nie mehr zusammengearbeitet. Dann hat er das Schlossparktheater in Steglitz übernommen. Und da kam dann eine Anfrage, ob ich da mitspielen sollte. Zusammen auch mit Ulrike Frank, meiner Kollegin, die meine Katrin Fleming hier spielt. Und wir konnten aber beide nicht, weil zu dem Zeitpunkt wirklich wieder so ein Special, ein Jubiläum im Haus stand und da hatten wir genug zu tun. Und dann, also letztes Jahr, da plötzlich ruft mich der Dieter wieder an und sagt, pass mal auf, ich hätte da ein Stück für dich. Der Charlie Chaplin. Richtig. Und als er mir sagte, Charlie Chaplin, da war für mich klar, das mache ich, egal Rolle, was. Ne? Ja, sicher. Also Charlie, ich bin ein totaler Charlie Chaplin. Für meine ersten Filme, die ich gesehen habe als Kind, waren Charlie Chaplin Filme. Mein Vater hatte so einen Projektor und hat mir dann diese Charlie Chaplin Filme gezeigt. Also diese ganz frühen von Keystone, ja, wo er dann noch die allerersten Filme. Und das war für mich toll. Also da bin ich Dieter heute noch sehr dankbar, dass er gesagt hat, als ich gesehen habe die Rolle und wir haben dann überlegt, wer könnte den Chaplin spielen
Und dann fiel mir nur einer ein, das bist du. Und das fand ich wirklich, ja, fand ich toll. Ja, wenn man sich die Biografie von Ihnen anschaut, da sind ja einige bekannte Persönlichkeiten drin, die Sie gespielt haben. Charlie Chaplin, Erich Honecker, Adolf Hitler war dabei und auch Harald Junke. Ja. Von dem Sie ja sagen, dass das damals Ihr Idol war und Ihr großer Held. Ja, ich habe damals, es gab eine Serie oder so einen Mehrteiler. Ich habe auch den Autor kennengelernt, Horst Pillau, ein sehr, sehr lieber, reizender Mann, mit dem ich auch überlege, was zu machen. Mhm. Und der hat damals das da auch mitgeschrieben an dieser Serie. Und die hieß Preußen Corso 18, 19, irgendwie so, ich weiß nicht, der lief damals auf dem Sender Freies Berlin. Ist leider, ich krieg diese Serie leider nicht. Die gibt's nicht auf DVD, ja, das ist blöd, also man kriegt sie nicht, schade. Und da war es so, es ist die Geschichte der Familie von Sawatzki, die fängt 1889 an und endet im Jahr 1974 oder so. Und Harald Junke hat in dieser Familiensaga alle seine männlichen Verwandten gespielt. Und das war richtig toll, weil der auch ganz unterschiedlich war. Und da waren richtig witzige Sachen dabei. Und das, ja, und das hat mich so beeindruckt, was der da getrieben hat, der Junke, dass ich dachte, toll, super. Jetzt ist nächstes Jahr großes Jubiläumsjahr von Harald Junke. Der wäre ja 90 Jahre alt geworden. Da wird es unter anderem ein Musical geben und auch einen Film, der im Oktober in der ARD ausgestrahlt wird. Mhm. Da gab es ja in Berlin so eine Umfrage, wer könnte denn den Junke spielen, beziehungsweise wer sollte denn den Junke spielen? Da waren Sie auf Platz 1. Mhm. Hat das geklappt? Nein. Schade eigentlich. Finde ich auch. Wissen Sie, wer es geworden ist oder wer ihn spielen darf? Nein, keine Ahnung. Also ich hab nur, irgendwann war in der Morgen, also ich bin auch mit dem Oliver Berben, beziehungsweise also mit dieser, also mit dem Oliver, Film produzieren wird? Genau. Mhm. In Kontakt getreten, weil mir ein anderer Kollege sagt, Mensch, denn wenn du die Rolle spielen willst, dann geh doch mal direkt auf den Mann zu und warte nicht, dass er kommt. Und der hatte mir dann einen Brief geschrieben oder eine E-Mail und hat dann geschrieben, wir sind erst in der Planung. Wenn es so weit sein wird, dann werden wir auf Sie zurückkommen. Ja, dann habe ich irgendwann der Presse entnommen, dass ein Casting stattfindet. Und dann hat meine Agentur bei der Produzentin da nachgefragt. Und da hieß es dann, ja, wir haben uns aber gegen Herrn Barrow ausgesprochen. Gegen den Willen der Berliner, Mensch. Gegen den Willen der Berliner. Warum? Welche Kriterien? Ich weiß es nicht. Vielleicht der GZSZ-Stempel vielleicht? Kann durchaus sein. Kann ich mir durchaus vorstellen. Weil das ist ja immer so eine Sache. Ja, auch wenn, dass man sagt, naja, ob der den spielen kann oder nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, wie der Film sein wird, wer den dann letztendlich spielt. Thomas Heinze war im Gespräch, den ich mir jetzt nicht so vorstellen kann als Harald Junke, also rein äußerlich und auch von seinem Gestus. Aber gut, man weiß es nicht. GZSZ, Sie haben schon angesprochen, ist natürlich das große Thema, über das wir auch ausführlich sprechen wollen mit Ihnen. Als Sie damals entdeckt wurden für GZSZ, waren Sie erstmal nicht so begeistert. Ne? Sie haben in der Distel in Berlin Kabarett gespielt. Genau. Und dann saß eine Mitarbeiterin der Serie, saß im Publikum und oder die hat das Casting, glaube ich, gemacht und ist auf jeden Fall an Sie herangetreten und hat gesagt, wir hätten also, da eine Rolle für Sie, wollen Sie nicht mal vorbeikommen? Und Sie haben gedacht, ach nee. Also das war meine Agentin, die war zu dem Zeitpunkt war noch nicht meine Agentin. Das war eine Frau, die ich mal kennengelernt hatte, Uschi Drews, die war Maskenbildnerin. Mhm. Und die hatte ich bei einer Produktion kennengelernt. Und die hat dann irgendwann eine Casting-Agentur aufgemacht und die hat mich ab und zu immer mal wieder angerufen für irgendwelche Werbefilmchen. Ich habe aber nie einen Werbefilm gekriegt. Mir fehlte, wie sie sagte, die Produktgläubigkeit. Und was heißt denn das? Naja, offensichtlich habe ich die Produkte nicht so verkauft, wie man das gerne gewollt hätte. Auf alle Fälle war es dann so, dass ich mich irgendwann mal anrief und sagte, du, ich mache jetzt gerade ein Casting für gute Zeiten, schlechte Zeiten, die suchen dann eine neue Hauptrolle, willst du nicht vorbeikommen? Ich habe gesagt, nee, du, ich habe die ersten Folgen gesehen von dieser Serie, das ist, nee, wirklich nicht, beim besten Willen. Auch bitte tu mir doch den Gefallen. Na gut, also ich bin dann hin,
habe die Szene gespielt und wollte gleich wieder weg, weil ich noch abends Vorstellung hatte und sagte, bleib mal, der Produzent kommt gleich. Und der kam dann auch, Pavel Marek, und ein Tscheche, der hatte komischerweise einen holländischen Akzent, aber der hatte nämlich... Weil doch alles aus Holland kommt, diese ganze Serie und Shows. Der, genau, diese Serie ist ja aus Australien eigentlich, ja. The Restless Years. Und dann hat Reg Grundy, das war damals der australische Produzent, der hat dann das Ding verkauft an Holland. Mhm. Und da hat dann der Pavel Marek auch als Produzent gearbeitet. Und da war die Serie recht erfolgreich, Rote Teite, Schlachte Teite. Mhm. Und dann haben sie es nach Deutschland zu RTL gegeben. Und dann hat der Pavel das auch wieder betreut. Und kam dann und sagte, ja, warten Sie, schauen wir mal eben die einzelnen Casting-Videos an und dann können wir reden. So, und dann kam er raus und fragte, welche Schuhgröße ich habe. Ich sag, wieso? Ja, weil die Schuhe haben wir schon. Also er wollte unbedingt, dass ich das mache. Und ich war also überhaupt nicht davon begeistert. Und dann hat mich aber eben die Uschi noch beharkt und hat gesagt, Mensch, überleg dir das mal. Du hast jetzt zwar schon einige Sachen im Fernsehen gemacht, aber das ist ein neues Format und du hast noch nicht so viel Fernseherfahrung. Da kannst du Fernseherfahrung bekommen und so. Na, dachte ich, na gut, machst du es mal 2 Monate. Ja, gut. Dass das jetzt überhaupt das ganze Format so groß wird, hat wahrscheinlich Uschi auch nicht erwartet. Nein, ne? Niemand hat das erwartet. Selbst, ich glaube, selbst Herr Thoma, der damals das Format auch durchgeboxt hat, dass das Format auch so lange Bestand hat, Herr Thoma einen großen Anteil, der sagte, das ist ganz egal, wir penetrieren das Publikum mit der Serie. Und der Erfolg hat ihm ja dann recht gegeben, wobei ich dazu sagen muss, es gab auch andere Formate, die ja ähnlich waren, Soaps, die aber irgendwann mal den Bach runtergingen. Ich glaube, der große Vorteil oder das, was diese Serie ausmacht, ist, dass wir uns immer wieder hinterfragt haben und dass alle im Team, also wirklich, ob die Schauspieler sind oder die Drehbuchautoren oder die Leute hinter der Kamera und die Produzenten und alle Gewerke, die da mitarbeiten, sich immer wieder hinterfragt haben und gesagt haben, wie können wir die Serie verbessern, was können wir besser machen, und wir wollen nicht diese Stagnation. Also wenn ich denke, was wir in diesen ganzen Jahren ausprobiert haben, ja, dann war plötzlich der Trend, dass man im Vordergrund immer was hatte. Also die Kamera fuhr dann immer an einer Flasche vorbei oder an einem Wasserglas oder an einer Blume. In jeder Szene hatte man zuerst Blumen im Vordergrund und dann ist die Kamera da vorbeigefahren. Furchtbar. Die Wassergläser, die übrigens nie ausgetrunken werden, ist genau. Die werden bestellt, bezahlt und dann fällt einem auf, ach, ich muss weg, und sie stehen da. Das ist mir immer. Aber das waren eben auch so eine Sachen, die waren dann innovativer, musste man das ausprobieren. Und das haben wir dann auch ausprobiert und dann haben wir es wieder gelassen. Aber es wurde wenigstens was gemacht. Also da wurden auch die Kamerawinkel und es gibt ja immer noch Formate, Sturm der Liebe zum Beispiel, wo man wirklich Talking Heads hat, wie man das nennt. Ja. Und da passiert nicht viel. Man sieht, die Leute sich unterhalten. Mhm. Gut, die Serie ist auch erfolgreich. Aber die Formate, die in der Primetime liefen, die Talking Heads dann auch blieben, die sind verschwunden. Jetzt ist es als Schauspieler ja oft so, dass man nicht so genau weiß, wie es in einem halben Jahr aussieht, auch gerade mit dem Einkommen. War das vielleicht auch ein Grund, dass Sie gesagt haben, ich mache das mal, dann weiß ich wenigstens die nächsten 3 Monate, 4 Monate, habe ich wenigstens ein ordentliches Einkommen? Ja, sicher. Also es ist natürlich ein anderes Einkommen gewesen als jetzt am Theater. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und, also mehr. Ja, natürlich. Ja. Es war mehr. Und insofern, gerade in diesem Beruf ist es äußerst schwierig, wenn man wirklich darauf angewiesen ist. Es gibt Kollegen, also ich habe mein bester Freund Charles Rettinghaus, der ist mit dem habe ich auch im Kabarett da angefangen, in diesem literarischen Kabarett, und der ist dann zum Synchron gegangen. Also der lebt sehr gut im Synchrongeschäft, der ist die deutsche Stimme von Jean-Claude Van Damme und von Matt Damon und so weiter. Also der hat Jamie Foxx und so. Also der macht sehr viel, was das angeht. Natürlich wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber
Synchron war jetzt nie so mein Ding. Mhm. Also eher Theater oder Fernsehen, Film. Folge 185 war die erste, ja, in der Sie dabei waren. 3. Februar 1993. Können Sie sich noch an den ersten Satz erinnern? Ja. Bestimmt, das wird immer wieder gefragt. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Moment, ich habe Sie sehr stehen. Gut. Ja, ist richtig. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Und wissen Sie auch noch, wie es Ihnen sonst an diesem Tag ging? Weil neues Format, neue Umgebung. Ja, also ich bin da hingekommen und wurde erstmal damit konfrontiert, dass das ziemlich noch improvisiert war alles. Also die Dekos waren so ein bisschen so, wenn man die Tür zumachte, dann wackelten die Wände. Und es gab auch in der Form keine richtigen Garderoben, sondern es war so, dass wir, es gab eine große Garderobe, da standen dann lauter Kleiderständer drin und Jungs und Mädels haben sich in derselben Garderobe nur durch einen Kleiderständer vielleicht voneinander getrennt umziehen müssen. Also das fand ich noch sehr, sehr wirklich... Naja, ein bisschen improvisiert. Aber damals war Frank Thomas Mende, der den Clemens Richter spielte, derjenige, der mich an die Hand nahm und mich rumgeführt hat und mir alles erklärt hat, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Und das habe ich auch so ein bisschen beibehalten, wenn junge Kollegen kommen, die, wo ich merke, die sind noch total unsicher und wissen gar nicht, was sie jetzt erwartet. Dann nehme ich die gerne an die Hand und sage so, pass mal auf, so läuft das hier, so, so und so. Sie haben da auch gesagt, damals waren hauptsächlich Models eigentlich beschäftigt und weniger Schauspieler. Ja. Wie ist es denn dann, wenn man eigentlich mit einem Anspruch vom Theater kommt, der sagt, ey, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich weiß, was dieser Beruf bedeutet und jetzt stehen da einfach nur Menschen, die schön aussehen, die aber vielleicht ihren Satz gar nicht gerade ausreden können? Das macht's nicht einfach. Ja. Es ist schon sehr schwierig damals gewesen, weil du gedacht hast, also du hast innerlich immer die Augen verdreht und dachtest, oh nee, was mache ich hier eigentlich? Ne? Naja, gerade wenn man mit irgendwelchen Kollegen im weitesten Sinne spielen musste, die wirklich nicht reden konnten. Mhm. Und manchmal ist es immer noch so, wenn das also jetzt nicht was die Schauspieler, die bei gute Zeiten, schlechte Zeiten mitspielen, sondern wenn man mal so einen hat, der drei Sätze sagen muss, dann nimmt man in der Regel auch keinen Schauspieler, sondern nimmt einen Komparsen, der ganz begabt ist. Aber ich habe das auch dann auch öfters mal erlebt. Wir hatten mal einen Tierarzt, der musste 3-4 Sätze sagen. So, ja, das war's dann aber auch. Ja, dann, der ständig sich verhaspelt hatte und dann, wenn er sich verhaspelt hat, dann hat er den Satz abgebrochen. Oh nee, oh scheiße, nee. Und das dauerte und dauerte. Ich dachte, mein Gott, weißt du, also das ist natürlich dann auch ein bisschen belastend. Gab es da denn Kollegen im festen Ensemble, die besonders schwierig waren? Ich meine, das ist jetzt verjährt, Herr Anwalt, bestimmt nach 25 Jahren, wo man jetzt Namen nennen könnte. Also es gab einen Kollegen, wo ich ehrlich gesagt aber den Namen vergessen habe, der ist immer, wenn der rauskam, also wenn der irgendeinen Satz, dann hat er sich versprochen und sagte, nein, ich komme nochmal. Dann ist er rausgegangen und dann kam er nochmal. Der hat dann später Theater gespielt, sogar am Renaissance-Theater, und da hat er das auch gemacht. Sehr gut. Das fand ich sehr komisch. Das hat ja auch ein bisschen dazu geführt, dass viele Soap-Schauspieler so ein bisschen in der Medienbranche belächelt wurden, vor allem so in den 90ern. Hat sich das Ihrer Meinung nach verändert? Also bekommen Sie jetzt mehr Respekt, auch einfach, weil jetzt mehr bekannt ist, auch was das für ein harter Job ist und wie viel da tatsächlich gearbeitet wird? Oder haben Sie schon den Eindruck, dass es die, ich sag mal in Anführungsstrichen, echten Schauspieler, die Kino machen, dass sie so ein bisschen die Nase rümpfen und sagen, ach, das sind ja doch nur die Soap-Darsteller? Teils, teils. Also es gibt in jedem Fall auch noch immer diese Unterscheidung. Die oberste Liga sind natürlich die Kinoschauspieler, dann kommen die Schauspieler, die Fernsehfilme drehen und dann kommen die Fernsehserien-Schauspieler und dann kommen die Soapies. Schon noch ganz unten. Reality unten kommt ja noch. Ist Reality, genau. Wobei ich die nicht als Schauspieler bezeichnen würde. Ja. Ja. Aber das wäre nun also so Berlin Tag und Nacht und so, das ist nun die allerunterste Schiene. Aber es ist unterschiedlich. Also ich habe auch schon Kollegen gehabt, die hier gespielt haben oder die ich getroffen habe, die aus Kino, auch vom Kino kommen und die sagten, oh, Hut ab, was ihr hier macht, ist schon eine tolle Sache.
Und das hat sich ein bisschen relativiert. Es ist immer noch in vielen Köpfen drin, Soapies, naja Gott, das ist ja billige Unterhaltung. Aber dadurch, dass diese Leute, die das im Kopf haben, so langsam in Pension gehen und dann kommen die nach, die damit aufgewachsen sind. Also ich habe schon wirklich Redakteure oder so erlebt, die sagten, oh, diese, oder letztens kam der Christian Lindner zu mir, also ich habe den Christian Lindner, den Chef der FDP, getroffen und der kam auf mich zugestürzt und sagte, oh, Dr. Gerner, der Held meiner Jugend. Guck mal. Sie haben mich erzogen, hat er gesagt. Das hätte er lieber nicht sagen sollen. Ja. Aber das macht eigentlich unbedingt stolz. Vergibst du das Kompliment? Ja, weil das hat auch die BZ dann aufgegriffen und gesagt, jetzt wundert einen gar nichts mehr. Aber nein, aber ich meine, der ist ja auch noch nicht so alt, der Christian Lindner. Und wie für mich aus meiner Jugend solche Leute wie Pierre Bries, der in Winnetou gespielt haben oder so, oder Percy Stewart, Klaus Wilke, wenn ich den treffe, denke ich, ah, der Held meiner Jugend. Und das ist dann auch, die sehen das auch ein bisschen anders. Ich hatte zum Beispiel mal auch die Anfrage, es war bekannt, dass ich ein großer Star Trek-Fan bin. Und da war irgendwie auch 40 Jahre Star Trek oder irgendwas, also in der Richtung. Und da wollten die ProSieben eine Sendung machen mit verschiedenen, so eine Sendung, wo verschiedene Schauspieler oder Stars, Prominente, die Enterprise-Crew darstellen und dann so ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln. Und da wollte ein junger Redakteur unbedingt, dass ich da mitmache und den Mr. Spock spiele. Ich habe gesagt, natürlich, klar, mache ich. Und dann hörte ich nichts mehr von denen und dann irgendwann habe ich dann angerufen, habe gesagt, sagen Sie mal, was ist denn draus geworden? Und dann druckste der tierisch rum und dann stellte sich heraus, ja, also wir haben jetzt doch die Auflage, wir dürfen nur Leute von ProSieben nehmen und es tut mir wahnsinnig leid. Und naja, war klar, weil da, das geht nicht, dass man dann einen Schauspieler von Gute Zeiten nimmt, das ist ja ein Sakrileg. Die einzigen, und das hat sich jetzt inzwischen auch wieder erledigt in der Form, Joko und Klaas. Mhm. Ich habe bei ProSieben schon etliche Sachen gemacht, jetzt gerade zuletzt bei der besten Show der Welt, wo ich, da haben sie... Ach stimmt, kurze Nebenrolle in unserem... Da haben sie eine Soap gedreht und auch ein bisschen eine Anlehnung an Gute Zeiten, aber da habe ich natürlich einen ganz anderen Charakter gespielt, einen leicht grenzdebilen. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich mag Joko und Klaas sehr. Und Klaas gibt auch ganz unverhohlen zu, dass er ein großer Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Fan ist und ein großer Fan von Dr. Joe Gerner. Und also das macht es natürlich auch klasse, dass man dann eben auch bei so einer Sache einfach mitmachen kann. Ne? Aber ist es denn qualitativ ein Unterschied tatsächlich? Also wenn ein Bundesliga-Fußballspieler gegen einen Regionalliga-Fußballer spielt, dann sieht man in der Regel, wer Bundesliga spielt und wer Regionalliga spielt. Aber bei Schauspielern ist es dann nicht auch irgendwie Glück oder Schicksal oder Zufall, ob man für eine Soap gecastet wird oder vielleicht mal für einen riesen Kinofilm? Könnten nicht die meisten Soap-Darsteller auch Kinofilme drehen? Oder ist da wirklich so ein qualitativer Unterschied, dass man sagt, naja, die Kinofilme drehen, die haben schon nochmal irgendwie eine Schippe, die andere vielleicht nicht haben? Nee, das ist ein Vorurteil mit diesem, dass da ein qualitativer Unterschied ist. Es gibt natürlich auch bei Soaps Schauspieler, die sind nicht so dolle. Ja. Aber es gibt auch sehr viele Schauspieler, die wirklich ohne Probleme in einem Kinofilm mitspielen könnten und das Publikum überzeugen könnten und so weiter. Also das glaube ich schon. Im Gegenteil, wir müssen in einer Soap in kürzester Zeit Emotionen und innerliche Vorgänge spielen und haben wenig Zeit dafür. Bei einem Kinofilm, da kann man sich wirklich Zeit lassen, da wird drauf hingearbeitet, es gibt eine Entwicklung in diese Richtung und so weiter und so fort. Da hat der Schauspieler viel mehr die Möglichkeit, sich auf diese Sache einzulassen, als jetzt
wie bei uns. Wir müssen in kürzester Zeit das Publikum packen und müssen eben diese Emotionen schaffen und das, also, und wir haben, ich habe hochdramatische Sachen hier gespielt, wo ich denke, wenn jemand das gespielt hätte in einem Fernsehfilm, dann hat er dann wahrscheinlich einen Fernsehpreis dafür bekommen. Hm. Aber dadurch, dass es eben nur Soap ist, wird das eben nicht so anerkannt. Ich meine, ihr dreht 5 Folgen pro Woche. Ja. Also wie sieht so eine Drehwoche dann aus? Ja, das ist für mich oder für die Schauspieler unterschiedlich. Also normalerweise haben wir am Montag die Proben. Da kann der Regisseur dann bestimmte Szenen aus den 5 Drehbüchern, aus den 5 Folgen proben. Und dann kommt es je nachdem an, welche Szene er nimmt und welche Schauspieler er einlädt. Ab Dienstag wird dann gedreht. 8 Uhr bis 18:45 ist ein normaler Drehtag bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ab Mittwoch kommt parallel dazu noch Außendreh. Das fängt auch um 8 Uhr an und endet um 18:45 Uhr. Manchmal auch später, dann fängt er später an, also weiß ich, dann fängt er um 10 an und geht dann vielleicht auch bis um 10 Uhr abends, wenn Nachtszenen dazukommen oder so. Das ist dann ein zweites Team, was da dreht, die Außenaufnahmen. Und das geht dann auch Donnerstag und Freitag. Also es wird parallel im Studio gedreht und dann auch noch draußen. Und ja, und die Schauspieler, das kommt immer darauf an, wie viele Szenen man hat. Es wird immer gedreht nach den Orten. Also wenn ich jetzt bei Gerner Wohnbereich, den Gerner im Augenblick nicht mehr hat, aber wenn der jetzt, sagen wir mal, in diesen 5 Folgen auftritt, da guckt man, wie oft ist der drin. Und dann wird meinetwegen auf dem Mittwoch alles gedreht, was bei Gerner spielt und so weiter. Also je mehr Drehorte man hat, desto mehr Drehtage hat man auch. Und wenn das sich alles nur in einem Drehort abspielt, dann kann es passieren, dann hat man Montag vielleicht Probe und am Donnerstag den ganzen, also den Vormittag vielleicht, dann dreht man 3 Szenen da ab und am Nachmittag vielleicht noch Außendreh für die nächste Woche und das war's dann. Also kann sein, muss aber nicht sein. Also man dreht dann ja auch quasi gar nicht chronologisch genau. für den Fortlauf der Handlung, sondern... Also es ist so, dass wir bemüht sind, also auch die Regisseure sind bemüht, die Szenen chronologisch zu drehen im Sinne ihrer zeitlichen Chronologie. Aber sie sind natürlich, wenn das alles in dem Wohnbereich spielt, hintereinander weg. Ja. Und die Szenen, die vielleicht noch dazwischen liegen, wo derjenige vielleicht nochmal im Mauerwerk jemanden anders getroffen hat oder draußen jemand, die sind dann natürlich nicht dabei. Ist es eigentlich so, je mehr Drehzeit man hat, desto mehr Geld verdient man? Nein. Oder gibt es einen pauschalen Monats? Ja, es gibt eine pauschale Geschichte. Also es hat nichts. Manchmal wünschte ich, ich würde pro Wort bezahlt. Ja. Dann wäre ich schon mehrfacher Millionär. Es kann ja manchmal dann auch ganz nett sein, wenn man die Drehbücher bekommt und dann sieht, ach guck mal, der Joe Gerner macht da mal irgendwie 2 Wochen Urlaub im Drehbuch. Da habe ich auch mal ein bisschen mehr Luft. Ja, das ist schön. Aber diese Urlaube, die richten sich eigentlich nach meinem Urlaub. Also ich kann sagen, ich bin dann und dann im Urlaub und dann geht auch Dr. Gerner. Das Standing hat man dann jetzt schon nach der langen Zeit. Nein, das hat jeder. Okay, also das kann tatsächlich jeder. Muss dann vorher mehr gedreht werden oder wird sich dann eine Geschichte ausgedacht, warum die Person einfach für 2 Wochen oder 3 Wochen nicht auftaucht? Genau. Also man muss relativ frühzeitig seinen Urlaub ansagen. Zurzeit sind unsere Storyliner gerade im Future-Wochenende. Das heißt, die bauen die neuen Konstellationen, die neuen Geschichten zusammen. Mhm. Und vorher, im Vorfeld wird schon gesagt, Kinder, überlegt euch, wann ihr im nächsten Jahr Urlaub haben wollt, weil das wird dann berücksichtigt. Dann wird das in den Geschichten schon eingearbeitet, dass der dann eben nicht da ist. Ich hatte jetzt 2 Wochen Urlaub und da war dann Dr. Gerner in Harvard und hat wieder mal Vorlesungen da gehalten. Okay. Wie ist überhaupt der Vorlauf? Also wenn ich jetzt montags in eine Folge gucke, wie lange ist die vorproduziert? 6 bis 8 Wochen. 6 bis 8 Wochen. Und wahrscheinlich ist ja Frage Nummer 1, wenn Sie auf der Straße angesprochen werden, wie geht's denn weiter?
Können Sie was verraten? Haben Sie so einen Standardsatz, was Sie dann sagen? Nee, ich frage dann immer, auf welchem Stand sind Sie denn? Was ist denn gerade? Stimmt, Sie sind ja schon weiter eigentlich im Kopf. Naja, ja, also stimmt. Ich weiß ja nicht, was der gerade gesehen hat im Fernsehen. Und gucken Sie nicht jeden Abend GZSZ. Nein, ich gucke nicht jeden Abend GZSZ. Ich gucke es mir nur an, wenn irgendwelche spektakulären Sachen waren und ich denke, Mensch, das möchte mal sehen, wie das umgesetzt worden ist. Was ist, wenn Sie was ausplappern? Wenn Sie sagen, keine Ahnung, da gibt es jetzt irgendeine ganz spektakuläre Storyline und Sie würden uns das jetzt verraten, was würde dann auf Sie zukommen? Also auf jedem Drehbuch steht, dass dann ein Vertrags, also dass man dann auf entlassen werden kann, wenn man das macht. Ach, sogar mit einer Kündigung kann das dann geahndet werden? Das kann mit einer Kündigung geahndet werden oder mit einer Strafe, mit einer Geldstrafe. Gab es das denn schon mal, dass Kollegen irgendwas ausgeplappert haben? Was in der Regel eigentlich nicht, ne? Nee. Für Sie ist das eher so ein Ehrending, oder? Wer würde Sie denn jetzt entlassen von heute auf morgen? Das wäre schön blöd. Ja, aber ich würde das auch nicht machen. Ja, also es ist auch so, was ich komisch fand zum Beispiel, was ich immer wieder ein bisschen komisch finde, bei der Praxis von RTL, als ich zum Beispiel beim ZDF für Soko gedreht habe, kam die Redakteurin und sagte, können wir Fotos machen und können wir das gleich posten bei Facebook und bei Instagram und so weiter? Ich sage, ach so, ja, das bin ich nicht gewohnt, aber wir können es gerne machen. Naja, weil hier ist es so, wenn ich was drehe, dann darf man das nicht sofort posten oder Facebook oder so. Könnte ja ein Hinweis sein. Es könnte irgendein Hinweis sein auf die Story und so weiter und so fort. Also inzwischen hat es RTL ein bisschen gelockert. Wenn es nicht genau da irgendwelche Hinweise gibt, dann darf man es machen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Weihnachtsmarkt hatten, wir hatten ja den Weihnachtsmarkt schon im Oktober, sieht das RTL nicht so gern, wenn wir dann Fotos vom Weihnachtsmarkt posten. Ja, also die möchten dann eher, dass wir die Fotos dann posten, wenn sie auch wirklich im Fernsehen sind. Sie haben eben den Frank-Thomas Mende schon angesprochen, der den Clemens Richter gespielt hat. Das war ja lange Zeit so eine Viererbande. Also der Hans Christiani, der den Daniel gespielt hat und die Lisa Rieken als Elisabeth und eben Sie, so die Urgesteine von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Die drei sind nicht mehr da, Sie sind noch da. Waren Sie traurig, als die dann irgendwann gegangen sind? Ja, definitiv. Weil also gerade Frank-Thomas Mende und Hans Christiani, zu denen hatte ich eine sehr enge Beziehung. Und das fand ich schade, dass die gegangen sind. Weil ich denke, auch das Alter hat ja, weil wir haben ja nun gute Zeiten, schlechte Zeiten, alles das, was das Leben ausmacht. Und es ist ja nicht nur eine Serie, die von jungen Leuten geguckt wird. Ich erlebe auch immer wieder ältere Leute, die auf mich zukommen und sagen, Mensch, und so und so. Und gerade das wäre auch eine Möglichkeit, neues Potenzial zu schaffen. Also dass eben, wenn die Kinder Probleme mit ihren Eltern haben, dass sie zu den Großeltern gehen und so weiter. Also da, oder Geschichten, wie geht man mit dem Alter um? Welche Probleme gibt's mit alten Menschen, ja. Was macht denn die Geschichte? Sie haben sich mal gewünscht, dass Joe Gerner sich um seine demente Mutter kümmern soll. Ja, die liegt bis jetzt noch auf Eis. Ja. Jetzt ist eher eine neue Liebesaffäre im Gange. Okay. Und da habe ich mal, das ist auch was. Nicht? Ja, natürlich. Aber gibt... Bitte. Ich wollte nur anschließend zu den älteren Kollegen, gibt es auch dann das Gegenteil, Kollegen, wo man sagt, ah, da kommt der Drehplan und man sieht, da habe ich irgendwie mit denen nochmal den ganzen Tag, da freue ich mich jetzt nicht so drauf. Also das gab es in der meiner 25-jährigen Karriere nur sehr, sehr selten. Mhm. Also meistens war das sehr ausgeglichen und man hat sich mit den Kollegen eigentlich ganz gut verstanden. Also es gab nur sehr selten Kollegen, wo er dachte, ach nee, lieber nicht. Weil die dann ein bisschen Überflieger bekommen haben durch die Popularität oder weil die einfach schwierige Charaktere waren? Einerseits, andererseits eben auch schwierige Charaktere, wo man merkte, die haben so viele eigene Rucksäcke zu tragen, wo man denkt, oh Mann, ja, die sollten lieber in Therapie gehen, als sie zu spielen. Und gibt es Kollegen, wo Sie sagen, mit denen drehe ich am liebsten? Ja, da gibt's einige. Also abgesehen jetzt hier, also erstmal Valentina Pade, mit der ich sehr gerne drehe, oder mit der Katrin Fleming, also mit der Ulrike Frank.
Noch mit dem Thomas Drechsel. Der Tuner. Auch, oder hier mit Daniel Felo, der ja auch schon so lange dabei ist. Also ist der eigentlich dabei? Der ist doch auch schon. Der muss auch, so über 20 Jahre ist der auch dabei. Also noch nicht so lange wie ich, aber. Der Leon. Der Leon Moreno. Ja, das war noch unsere Anfangszeit. Ich wollte noch wissen, hier die Lisa Ricken, Frank Thomas Mende und Hans Christiani, sind die alle freiwillig gegangen oder gab's da, wurden die rausgeschrieben? Ja, also es gab da wohl teils Geschichten. Ja. Also die zum Teil rausgeschrieben wurden und zum Teil haben sie auch gesagt, nee, jetzt ist gut, jetzt wollen wir nicht mehr. Du hast gesagt, eine der für dich persönlich belastendsten Szenen war, als dein Seriensohn gestorben ist, gespielt von Raul Richter. Warum ist dir diese Szene so nahe gegangen? Weil ich immer meinen eigenen Sohn davor gesehen habe. Wenn ich vor dieser Situation stehe, dass mein Sohn, also da, diese Szene, die ich da zu spielen hatte, die war so, dass Gerner erstmal nicht wahrhaben will, dass sein Sohn tot ist. Also der war klinisch tot, das heißt also hirntot, aber er atmete noch und die Organe funktionierten noch. Und er musste dann irgendwann entscheiden, schalten Sie die Geräte ab. Und dann sitzt Gerner draußen vor dem Zimmer seines Sohnes und dann kommen irgendwann mal die Wärter oder die Leute da raus und haben die Organe von seinem Sohn entnommen, weil er auch Organspender war. Und damit ist dann eindeutig klar, das war's jetzt. Und dann bricht Gerner zusammen und heult und so weiter. Und diese Szene, die ist mir ziemlich nahe gegangen, weil ich dachte, oh Gott, wenn mein Sohn da liegen würde, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen könnte. Aber ist das dann auch besonders einfach zu spielen? Also einfach im Sinne von, das mache ich mit links, weil ich mir es so gut vorstellen kann aus dem eigenen Leben? Schon, aber es ist dann natürlich, insofern ist es einfacher für mich, das nachzuvollziehen, als für jemanden, der vielleicht keine Kinder hat. Aber es ist dann schwer, dann wieder aus dieser Emotion so einfach rauszukommen. Und vor allen Dingen, das dann immer wieder wiederholbar zu machen. Weil wenn jetzt irgendwas nicht stimmt oder die Regie sagt, nee, also pass mal auf jetzt, da ist dein Kopf gerade aus dem Bild gegangen oder nee, wir hatten jetzt einen Spratzer, komm, machen wir nochmal. Und wenn man das jetzt 5-6 Mal wiederholt, dann ist natürlich irgendwie, das wird dann schwierig. Gab es auch Szenen mal im Drehbuch, bei denen du gesagt hast, nee, also Leute, das drehe ich nicht? Ja. Zum Beispiel? Es gab eine Szene, Gerner war damals mit einer Alkoholikerin zusammen und diese Alkoholikerin, Barbara Graf hieß die. Oh ja. Ich kriege über die ganze Zeit immer so Flashbacks. Diese Barbara Graf, Gerner hatte damals ein Restaurant und da gab es einen Geschäftsführer. Der Fasan. Genau. Ja. Und dann hat Gerner diesen Geschäftsführer zu sich nach Hause eingeladen und hat Essen gemacht und sie sollte sozusagen das Essen kochen und die beiden bedienen. Und dann hat Gerner absichtlich Teller fallen lassen und hat sie gedemütigt, hat sie wirklich in einer Art und Weise schikaniert vor diesem Geschäftsführer. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, nee, tut mir leid, Kinder, also was meine ich? Also, oder ihr zieht mir eine SS-Uniform an oder sowas. Warum sollte Gerner diese Frau schikanieren? Ja? Gerner ist ein Pragmat. Wenn er mit der Frau nicht mehr klarkommt, dann schmeißt er sie raus. Punkt. Und es gibt keinen Grund, warum er die hat ihm ja nichts getan, außer dass er Alkoholikerin ist und ihn nervt. Und eigentlich wäre die logische Entscheidung, er schmeißt sie raus und trennt sich von ihr. Und das haben die Storyliner dann auch, ich habe dann gesagt, ich weigere mich, das zu spielen, weil für mich ist Gerner kein Sadist. Ja, der macht sowas nicht. Und sagen also, die dann direkt, ja, Wolfgang, hast du recht, schreiben wir um, oder ist das dann schon mit Diskussionen verbunden? Es war mit Diskussionen verbunden, aber letztendlich haben sie dann das verstanden, haben gesagt, ja, Wir haben eben nicht etabliert, welche Beziehung hat Gerner zu ihr. Und es ist dann auch so, dass er sie rausschmeißt und dann geht Gerner aber, also so wurde die Szene umgeschrieben, er schmeißt sie raus und dann geht er
aber doch irgendwann wieder zu ihr mit Blumen, weil er auch nicht ohne sie leben kann. Und dann wurde zum ersten Mal etabliert, welches Verhältnis die miteinander haben. Und dann wird auch klar, warum er sie nicht schon längst rausgeschmissen hat, weil er eben trotzdem an ihr hängt. Aber das hat dann eine Logik. Und so ist es jetzt auch im Augenblick immer bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, dass die Figuren logisch sein müssen. Manchmal passierte es auch bei gute Zeiten, dass man eine sich verliebt hat, dass die Storyliner sich in eine Idee verliebt haben, in eine Geschichte, in Bilder und versuchten nun diese Bilder umzusetzen und dachten, so, jetzt auf Teufel komm raus, haben sie die Figur in diese Geschichte gezwängt, nur damit diese funktioniert. Und da sind wir dann aber aufgestanden und haben gesagt, Moment, aber der Gerner oder diese Figur, die würde das nicht machen. Was, nur damit diese Figur, diese Geschichte jetzt funktioniert, verbiegt der sich nicht. Und das wurde dann auch oftmals eingesehen und das ist jetzt vor allen Dingen das Hauptcredo, dass wir sagen, die Figur darf nicht beschädigt, nicht verbogen werden, um eine Geschichte voranzutreiben. Sie haben eben schon gesagt, warum Gute Zeiten, Schlechte Zeiten so erfolgreich ist, weil die Serie sich einfach immer weiterentwickelt. Also Alkoholsucht ist so ein Thema, das mal aufgegriffen wurde. Es war Gute Zeiten, Schlechte Zeiten war die erste rauchfreie Serie, glaube ich, innerhalb Europas, ne, in der halt einfach nicht geraucht wurde. Und auch die Technik oder die Bühnendeko ist ja was Besonderes. Also gerade das Zuhause von Dr. Gerner ist ja innerhalb Europas was ganz Besonderes, das Townhouse. Das ist also, das geht über zwei Ebenen und es ist wirklich 360 Grad Deko, was man normalerweise nicht hat. Man hat eigentlich mehr so die Guckkastengeschichte, wo man dann also drei Wände hat und die Kamera stehen da in der vierten offenen Wand und gucken rein. Und das Ding ist wirklich abgeschlossen. Und man kann natürlich auch Wände rausnehmen, ganz klar. Und eben auch über zwei Ebenen. Also man könnte theoretisch, unten ist ja, da war eben die Redaktion oder das Immobiliengeschäft. Und dann, wenn man die Treppe hochging, war man im Wohnbereich von Gerner. Das war natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil es gab ja keine Trennwand. Also normalerweise hätte man eigentlich, wenn die da unten auf der Schreibmaschine rumklappern oder irgendwie am Computer, dann hätte man das auch hören müssen, wenn die da reden, dann gerne oben am Mittagstisch mitbekommt, wie die Kollegen sich das Maul über ihn zerreißen. Aber schon. Da gab es eine unsichtbare Schallmauer. Wir haben eben schon über Existenzängste von Schauspielern gesprochen. Ihr Vertrag läuft bis 2021, wenn wir richtig informiert sind. Ja. Aber spielt bei Ihnen dann auch manchmal schon der Gedanke eine Rolle, was ist eigentlich, wenn die mich jetzt da rausschreiben, wenn die irgendwie einen spektakulären Tod von Gerner planen? Was mache ich dann? Ja, also das kann natürlich passieren. Es gibt ja immer wieder aus irgendwelchen Gründen jemand, der sagt, oder wenn die Serie jetzt nicht mehr so die Einschaltquoten hat, dass man einfach sagt, gut, wir müssen die einstampfen. Ich bin da ziemlich optimistisch. Ich denke, dann bleibt mir zumindest immer noch Theater und es gibt genügend andere Betätigungsfelder als Schauspieler, wo ich da arbeiten kann. Natürlich jetzt nicht in dem Sinne so bezahlt wie bei Gute Zeiten, aber trotzdem kann ich dann in dem Beruf weiterarbeiten. Was natürlich auch ein bisschen schwieriger werden könnte, weil man halt dann in Ihrem Fall den Joe Gerner-Stempel eventuell auf der Stirn hat. Wobei mit dem Theater ist das nicht so das Problem. Also jetzt, als ich den Chaplin gespielt habe, das Publikum war begeistert und die haben jetzt nicht Joe Gerner gesehen, der Charlie Chaplin spielt. Man hat es ja gerade bei der Lindenstraße gesehen, da gab es ja ganz viele Schauspieler, die von Skandal gesprochen haben, dass die Lindenstraße abgesetzt wird, obwohl die Quoten seit Jahren irgendwie den Bach runtergegangen sind und sich kaum erholt haben. Haben Sie Verständnis dafür, dass dann Schauspieler auch sagen, die ARD ist da unverantwortungslos und das darf nicht sein und diese Serie muss eigentlich weiterlaufen, obwohl sie immer weniger Leute sehen wollen? Naja, also das, ich glaube, da ist dann wirklich, denken die an ihre eigenen, an ihr eigenes Fortkommen oder Überleben, wenn sie sowas sagen. Dass ein Sender sich natürlich überlegt, hat das einen Nutzen für mich, wenn die Einschaltquoten zurückgehen? Ja. Weil es sind ja auch Gelder, in dem Fall sind es ja sogar Gelder von den Fernsehzuschauern, die da reingebuttert werden, dann
nehmen wir doch lieber diese Gelder und versuchen, ein neues Format auf die Beine zu stellen, als jetzt krampfhaft irgendein Format am Leben zu halten, was nicht läuft. Was alles hat seine Zeit. Es wird auch eine Zeit geben, wo gute Zeiten, schlechte Zeiten nicht mehr aktuell ist. Oder auch wenn ich mal die Programme sehe oder die Serien mir anschaue, die ich als Kind oder als Jugendlicher gesehen habe, dann rollen sich mir die Fußnägel auf, wo ich denke, oh, das habe ich damals toll gefunden. Das ist auch wenn die ersten Folgen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, das kann ich auch kaum angucken. Aber alles hat seine Zeit. Und natürlich, irgendwann wird auch Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sich überlebt haben. Das mag vielleicht noch 20 Jahre dauern, hoffe ich. Aber man weiß es nicht. Und dass auch die Lindenstraße sich irgendwann mal überlebt, weil natürlich, ich glaube, die ganze Fernsehlandschaft, die verändert sich ja immer mehr. Also ich erlebe es ja an meinem Sohn und auch an anderen jungen Leuten, die ganz andere Fernsehgewohnheiten haben, als wir sie hatten oder auch meine Eltern sie hatten. Wir haben damals am Samstagabend irgendwelche Familienshows gesehen, ja, der Preis ist heiß oder wie die Dinger, da hieß der große Preis oder Rudi Carell-Show, da saß die ganze Familie davor und hat sich das angeguckt. Sowas gibt's ja heutzutage gar nicht mehr. Und es ist auch nicht so, dass man kontinuierlich Serien guckt. Also da ist wirklich Gute Zeiten, Schlechte Zeiten eine Ausnahme, dass die Leute dranbleiben und wirklich jede Folge gucken. Das ist für mich ein Phänomen. Und die jungen Leute, die gucken zum Teil auch gar nicht mehr Fernsehen. Die gucken YouTube oder wenn übers Internet Netflix und diese Sky und. Was ich auch durchaus nachvollziehen kann, was ich auch selber mache, weil ich merke, es ist einfach schön, keine Werbung da drin zu haben. Allerdings. Und man kann sich eben 3-4 Folgen hintereinander angucken und das ist viel, viel angenehmer, als dann eine Woche zu warten, bis die nächste Folge kommt. Oder in dem bei Fall. Bei RTL kann man die Werbung nicht mal spulen. Mit meinem Rekorder zumindest. Ja, aber das sind so Sachen, wo ich denke, die ganze Fernsehlandschaft verändert sich. Die wird neu gestaltet. Und da müssen dann auch die Sender sehen, dass sie da irgendwie mitkommen. Sonst wird das auseinanderbrechen. Das geht ja auch schon so weit, dass es ja Internetserien gibt und so weiter. Also ich denke mal, das wird sich verlagern unter Netflix und Amazon, die ja jetzt auch Serien produzieren. Also in diese Richtung wird das schon eher gehen. Wir wollen mit Ihnen noch über einen Teil Ihrer Karriere sprechen, den nicht so viele Leute mitbekommen haben. Sie werden das wahrscheinlich sehr bedauern, dass es nicht so viele Leute mitbekommen haben. Meinst du? Möchte dazu gerne kurz was vorspielen. Dann werden Sie direkt wissen, worum es geht. Ich ahne Schlimmes. Jetzt kommt ein Hörbeispiel. Es klingt unter anderem so. Das sind Sie noch nicht. Aber gleich. Na? Das ist eine direkte Stelle ausgesucht. Ja. Die mal die Vanessa Moreno gespielt hat. Und jetzt geht sie fremd. Ich glaube eins. Ach ja, das spielt sie nicht in der neuen. In der neuen, ja. Da sind sie. Das war eine Single, die sie rausgebracht haben, die aber nicht so richtig funktioniert hat. Nee. Close Your Eyes. Genau. War auch eher Sprechgesang. Ja. Ja, ja. Das war Sprechgesang. Also entstanden ist die ganze Geschichte so, dass Charles Rettinghaus, den ich vorhin schon erwähnte, und wir hatten eben nichts mehr miteinander zu tun. Er machte Synchron, ich machte Gute Zeiten. Und irgendwann hat er einen Produzenten kennengelernt, also Musikproduzenten. Und dem hat er gesagt, Mensch, wir würden gerne zusammen was machen. Und er wollte immer gerne, dass wir mal einen Song aufnehmen. Und dieser Musikproduzent hat uns dann damals an eine Musikfirma verwiesen und hat gesagt, ja, wir können da was machen. Und das war erstmal, diesen Song hatte er da geschrieben und sagte, den könnte man vielleicht mal ausprobieren, den als Single rausbringen. Und dann haben wir ihn auch als Single rausgebracht. Es ging eben darum, möglichst
auch jemanden aus der Serie, ja, mhm. Vater und Sohn mhm. machen da so ein Ding, Vater und Tochter. Und ja, und dann sind wir damit sogar bei Viva gewesen. Oha. Bei Stefan Raab. Bei Stefan Raab. Ja. Und ich habe nächtelang vorher nicht geschlafen, weil ich dachte, wenn der mich jetzt fertig macht, der hatte ja damals auch so eine Art drauf, ja. Leute wirklich platt zu machen. Ja. Und der Stefan Raab, der war total nett, der war total lieb und sagte, ich mag eigentlich eure Musik. Wirklich, ich finde das schön. Ich finde das, das hat was und so. Dachte Gott, das hätte ich nur wirklich nicht erwartet, dass der Stefan das so toll fand. Es hat aber auch nicht viel gebracht. Also die Platte wurde jetzt nicht wahnsinnig verkauft. Und dann haben wir den zweiten Titel gemacht. Auch da habe ich natürlich ein Hörbeispiel. Auf das freue ich mich schon den ganzen Tag. Fast noch besser. Es klingt nicht besser. Jetzt kriege ich gleich nochmal die Hook. Das klingt ein bisschen nach Stefan Raab. Irgendwie. Das klingt schon total nach Stefan Raab. Das ist eine Mischung aus Stefan Raab und Fanta 4. Ja. Das ist eine von den Tieren, die von meiner Tante stehen. Dr. G. Punkt. Ja, und der Übertriebene. Das Lecker Schmecker Baby. Ja, und das war von der Plattenfirma der größte Blödsinn überhaupt. Es war nämlich, also es war so, dass wir diesen Song machen wollten und dann sagte die Plattenfirma, ja, aber nur, ihr dürft den nur machen, wenn der in der Sendung drin ist. Oh. Oha. So. Ja, jetzt war meine Aufgabe, wie kriege ich das hin? Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 2 Produzentinnen. Mhm. Ich bin zur ersten hingegangen, habe gesagt, ja, pass mal auf, so und so sieht's aus. Und da sagte, die kommt überhaupt nicht in Frage. Dr. Gerner singt nicht, das ist doch Quatsch. Und, ja, nee, also da, das kannst du dir abschminken. Gut, dachte ich, okay. Dann bin ich zur anderen gegangen und habe gesagt, du, die hat schon gesagt, dass das nicht geht, aber ich wollte natürlich dich fragen. Und die sagte, natürlich geht das. Warum denn nicht nach Karan? Weil die beiden konnten sich nicht leiden. Schön, clever. Ja. Man ahnt es. Und da die Letztere, die also das positiv beurteilte, befreundet war mit dem australischen Produzenten, hatte die natürlich die Entscheidungsfreiheit. Und, so. Und dann wurde eine Geschichte gebaut. Meine Tochter kommt aus der Reha und aus dem Krankenhaus und Gerner mit einem alten Studienkollegen, der inzwischen Musikproduzent ist, macht einen Song, um sie wieder im Leben zu begrüßen. Habe ich damals leider verfasst. Und dann ist der tatsächlich gelaufen, der Song. Der ist gelaufen im Fasan. Haben wir beide den performt. So, und der war auch wirklich recht erfolgreich bei den Zuschauern. Das Problem war nur dieser bescheuerte Titel, Lecker Dr. Schmecker, G. Baby. Ach so, ja. Und der Übertriebene. Die Fans sind am nächsten Tag in die Plattenläden gerannt und haben gesagt, wir möchten gerne den Song, den Dr. Gerner gestern bei Gute Zeiten gesungen hat. Dr. Gerner, guckten die nach in ihren Computer. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Wolfgang Barrow. Gibt's auch nicht. So, das war's dann. Ja. Okay, Marketing 6. Eher schlecht. Genau. Und das war auch gar nicht, also ich weiß nicht, ob das stimmt. Es gab dann nachher so das Gerücht, dass die Plattenfirma das eigentlich nur gemacht hat, um einen Fuß reinzukriegen bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und niemals wirklich vorhatten, uns beide zu promoten, sondern eigentlich wollten die einen Fuß reinkriegen. Mhm. Vorher war die Plattenfirma Edel, die auch mit uns diese ganzen Sampler gemacht hat und so weiter. Und jetzt war es eben die Hansa Records, die dann, und was dann kam, war nämlich Olli P. Mhm. Und da war es dann die Hansa, die ihn produzierte, was vorher eben immer Edel war. Mhm. Und Hansa hat dann sozusagen den, und das könnte, also das ist so ein Gerücht, das wurde nie bestätigt, aber das war so ein Gerücht, dass es hieß, die haben uns eigentlich als Türöffner benutzt, um überhaupt da reinzukommen. Da gab es ja ein paar Künstler, ne, die durch
geht gut zu seinen schlechten Zeiten bekannt geworden sind. Ja, also Kort und Direkt waren die ersten, dann Just Friends, ja. Oli P., Yvonne Katterfeld. War das alles Hansa? Ab Oli P. Vorher war es Edel. Könnte man eigentlich mal wieder machen, oder? Irgendein Musik-Act da auf die Bühne stellen. Ja, also es kommen ja immer wieder Musik-Acts im Mauerwerk. Die dann bekannt sind. Die bekannt sind. Das ist inzwischen so, dass man die Bekannten eher nimmt. Hörspiele und Hörbücher sprichst du auch. Sehr empfehlen können wir Heft der Chef. Kann man sich alle kostenlos anhören im Internet. Ja, ja. Und du hast ein Buch geschrieben. Ja. www.playtron.de. Mhm. Ein 10-jähriger Junge wird in ein Computerspiel reingesaugt und ist dann innerhalb dieses Computerspiels. Und dieses Buch hat dir Ärger mit deiner Frau eingeheimst und einen Urlaub versaut. Gewissermaßen, ja. Also es war so, ich habe, mein Sohn war ein ziemlicher, es war immer noch Computerfreak, also so Spiele-Nerd. Und der hat damals auch als Junge oftmals die Schule sein lassen. Und wenn er nach Hause kam, hat er sich sofort an den Computer gesetzt und hat dann irgendwelche Computerspiele gespielt. Und und dann, das, was mich aber auch vor allen Dingen gestört hat, war daran, dass er sich darüber definierte, dass er seine Erfolge am Computer sah. Also es war nicht toll, eine 2 in Mathe zu haben, sondern dass er 50 Orks auf einmal erschlagen hat oder so. Und da kam er dann an mit stolz geschwellter Brust und meinte, hey, ja, ich habe wieder so und so viele Leute da platt gemacht oder so. Und da habe ich gedacht, weißt du, wie würdest du denn... Ja, du fühlst dich jetzt als Held, aber du bist ein Held, weil du draußen sitzt und mit der Konsole da rumfummelst. Ja, heutzutage verdient man Geld damit. Natürlich, heutzutage verdient man Geld damit. War ein bisschen früh dran. Ja, aber eben damals war es noch nicht so. Und da habe ich gedacht, wie wäre das, wenn du wirklich diesen Monstern da gegenüberstehst, so einem 2,50 Meter großen Ork, ja, mit einer Keule. Dann kriegst du aber wirklich, läuft dir der Arsch auf Grindeis. Naja, und dann kam ich auf die Idee, mal so eine Geschichte zu schreiben. Und dann waren wir im Urlaub auf Teneriffa und dann habe ich am Strand angefangen zu schreiben. Und abends, da waren auch Kinder dabei, und abends habe ich dann immer so Kapitel für Kapitel oder das, was ich geschrieben habe, vorgelesen. Und die Kinder hingen an meinen Lippen und fanden das toll. Und ja, aber es war eben so, dass meine Frau sagte, na toll, weißt du, das ist der ganze Urlaub, du sitzt nur am Strand und schreibst die Geschichte auf, ja, und ich darf dann unsere Kinder bespaßen in der Zeit, ist ja toll. Und irgendwann war dann der Urlaub zu Ende und dann war auch das Buch fertig und dann sagte meine Frau, so, jetzt hast du unseren Urlaub ruiniert, jetzt sorg wenigstens dafür, dass das Ding irgendwie... verbreitet wird oder dann, dass es wenigstens Sinn hat. Und dann hat es aber auch noch Jahre gedauert, bis ich das dann aus der Handschrift umgesetzt habe auf den Computer und dann irgendwann habe ich es jetzt rausgebracht, das Ding. Ich habe auch in einem YouTube-Film mitgespielt. Kartoffelsalat nicht fragen. Daran ist auch Charles Rettinghaus schuld. Ein sehr spezieller Film. Ja, mit vielen YouTubern, YouTube-Stars. Wie war denn das mit so ganzen Leuten, die durch YouTube irgendwie bekannt geworden sind und jetzt nicht unbedingt aus der Schauspielriege kommen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit denen nicht so viel zu tun gehabt. Ah. Ich hatte ja nur, also eigentlich wollte der Produzent und der Regisseur, dass ich den bösen Schuldirektor spiele. Und dann habe ich gedacht, ach nee, das ist wieder so dieses Klischee, Joe Gerner als Schuldirektor. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Wenn ihr eine andere Rolle habt, gerne, aber... Schuldirektor, dem Bösen, nicht. Und dann habe ich einen Biolehrer gespielt, der den Schülern den Geschlechtsakt mit Hilfe eines Tunnels und eines Zuges erklärt. Die Szene ist wiederum sehr zu empfehlen. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber da war eben nur der Fresh Torge, der das auch geschrieben hat, das Buch. Und den fand ich ja ganz nett. Aber die anderen habe ich eigentlich nicht so mitbekommen, die da noch mitspielen. Und weil ich, wie gesagt, nur mit Fresh Torge zu tun hatte und auch in der Szene selber war es nicht so. Und da kam dann noch der Direktor in diese Szene rein und das war ja auch ein Schauspieler. Mhm. Also das lief wunderbar. Was ich witzig fand im Nachgang war, die wollten die Premiere hier machen im Sony Center. Und
Das Sony Center hat gesagt, nee, kommt gar nicht in Frage. Wenn da 30.000 kreischende Mädchen aufschlagen, dann müssen wir Security besorgen, dann müssen wir, die Polizei muss eine Absperrung machen und. Das ist uns viel zu gefährlich, dass da irgendwas passiert. Gut, also ging es nicht. Dann kam das nächste, ein Kino in Düsseldorf wollte das dann machen. Ich glaube, es war Düsseldorf. Wo war die letzte Love Parade? War das in Duisburg. In Duisburg. Ja. Duisburg war es. Ja. In Duisburg. Ach, danach gab es keine mehr, ne? Nee, das war. Nee. In Duisburg. Ein Kino in Duisburg wollte er es machen. Und dann sagte aber Duisburg, die Stadt Duisburg, seid ihr wahnsinnig? Wir haben gerade dieses Desaster mit der Love Parade gehabt. Brauchen wir nicht nochmal. Das brauchen wir nicht nochmal. Also auch nicht. So, was nun? Naja. Und dann kam der Heimatort von dem Frischtorge, Heide. Mhm. Auf dem Marktplatz von Heide wurde dann mehr oder weniger die Premiere gemacht. Und es war wirklich so, 30.000 brüllende, kreischende jugendliche Kids Wahnsinn. Kamen da an. Und wir sind da über so eine Art roten Teppich gegangen und da war ein riesen Event. Der ganze Marktplatz war voll von Menschen. Ja, aber der Film selber ist eigentlich überhaupt nicht so groß angekommen. Also das war, wenn die Menschen, die, also allein die den Leuten, die da mitgespielt haben, folgen, diese ganzen Followers, wenn die ins Kino gegangen wären, dann wäre das ein Millionending gewesen. Aber also man kann ihn ja kostenlos bei YouTube sehen. Die Szene mit dem Tunnel kann ich sehr empfehlen. Danach kann man vielleicht einen anderen Clip anklicken. Es lohnt sich jetzt nicht unbedingt, da noch weiter zu gucken. Aber wie geht es Ihnen dann, wenn Sie dann da irgendwie sehen, okay, da sind Leute, die sitzen in ihrem Wohnzimmer vor einer Kamera und erzählen irgendwas aus ihrem Leben oder testen irgendwas und kriegen Tausende oder sogar Millionen von Klicks? Die haben ja eigentlich nichts großartig geleistet, ne? Also viele leisten irgendwann was, weil sie dann dafür sorgen, dass sie so groß bleiben. Aber erstmal dahin zu kommen, ist ja relativ einfach oft. Ich finde das, also für mich fasziniert mich das. Mhm. Also ich finde das wirklich, das ist eine Faszination. Mhm. Weil auch wenn ich habe einen Patenjungen, der ist jetzt 19, aber wenn der mir so eine Sachen gezeigt hat, der hat mir dann auf YouTube irgendwelche, da gab es irgendeinen, der im Sächsischen irgendwelche Mülleimer aufmachte und dann irgendwas da suchte und dann ausflippte und mein Patenjunge, der Malte, hat sich weggeschrien vor Lachen und ich stand davor und dachte, hallo? Wie kann man sich darüber amüsieren? Entschuldigung mal, das ist doch ein Kranker, der das da macht. Ja, der hat doch nicht mal alle Tassen im Schrank. Ja, ist das nicht? Ich sagte, nee. Aber das ist für mich ein Phänomen. Also auch bestimmte YouTuber, die irgendwie, gerade die weiblichen, die dann zu einem Drogeriemarkt gehen und da eine Tüte einkaufen und dann erklären, welche Lippenstifte und bla und so. Und ich denke, ja und? Also was soll's? Das kann jeder Idiot. Aber gut, das Faszinierende finde ich wirklich gut. Aber die machen's. Die machen's und die, und ich glaube, das ist im Augenblick auch inzwischen auch schon recht schwierig. Die haben angefangen mit diesen Sachen, die waren die Ersten und sind jetzt etabliert. Und jeder, der jetzt auf diesen Zug aufspringen wird, der hat das sehr, sehr schwer. Ja. Sie sind ja selber auch aktiv. Also bei Instagram haben Sie einen Account und machen da ja auch viele Fotos und vor allem viele Videos. Machen Sie das, weil Sie da Lust drauf haben? Oder ist es auch so, dass die Produktion sagt, ach, wir finden es schön, wenn unsere Schauspieler auch in den sozialen Medien unterwegs sind? Nee, also die Produktion hat damit nichts zu tun. Das mache ich eher einfach für mich und weil ich merke, dass es doch auch, also ich benutze das eigentlich als Werbefläche. Also gerade weil ich nicht die Möglichkeit habe, Werbung zu machen im Fernsehen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Charlie Chaplin im Schlossparktheater spiele, dann ist das eine Möglichkeit, die Leute, die normalerweise nicht ins Theater kommen würden, auch darauf aufmerksam zu machen, Mensch Leute, hier ist was, kommt doch mal hin. Und also das ist auch schwierig, weil ich merke, dass mein Publikum von gute Zeiten, schlechte Zeiten oder die Leute, die Instagram oder Facebook sich anschauen, nicht unbedingt auch Theatergänger sind. Aber selbst wenn es 5 sind, die kommen,
sind das fünf, die ich plötzlich ins Theater hole. Ja. Vielleicht sagen die ja, Mensch, oh, toll, Theater, ist ja was ganz Neues. Ja, ich kenne nur YouTube. Also insofern nutze ich das, um Werbung, Eigenwerbung zu machen. Wir haben bewusst einige Themen heute weggelassen. Ja, dass du Frau Freimaurer bist, wie viel Joe Gerner in Wolfgang Barrow steckt, wie oft du erkannt und als Gerner angesprochen wirst. Weil das sind Fragen, die du oder sie, wir sind die ganze Zeit zwischen du und sie. Ihr könnt ruhig du okay, sagen. Dann nehmen wir jetzt du, okay. Aufgestellt kriegst. Welche Fragen nerven denn noch? Was kriegt man denn noch immer so? Naja, sind sie genauso so ein Arsch wie der Joe Gerner und so? Und was haben Sie eigentlich beruflich gelernt? Sie sind bei GZSZ, was machen Sie denn eigentlich? Oder könnten Sie mal meinen Fall übernehmen? Sie sind doch Rechtsanwalt oder so eine Sache. Also es ist manchmal, das nervt echt. Wir haben nur noch 3,5 Fragen. 3,5? 3,5. Die letzte Frage, ach, stimmt, die gibt es ja immer. Ja, und es gibt nur eine Rubrik in diesem Podcast, die heißt 3 aus 5. Ja, wir haben 5 Umschläge. Davon möchtest du dir bitte 3 ziehen. Und da sind Fragen drin, die wir uns nicht trauen zu stellen. Die du deswegen bitte dir selber stellst. Und sie im besten Fall auch beantwortest. Und man muss auch immer dazu sagen, alle Gäste bekommen die gleichen 5. Ja, genau. Also es sind keine speziellen Fragen. Joe Gerner, Wolfgang Barrow abgestimmt. So, 3 sind gezogen. Und die soll ich jetzt öffnen und vorlesen? Genau. Das wäre super. Okay. Welchen Prominenten finden Sie richtig scheiße und warum? Das ist eine sehr gern genommene Frage. Welchen Prominenten finden Sie richtig scheiße und warum? Donald Trump fehlt nicht. Nee, Bushido. Bushido finde ich echt scheiße. Weil der Typ Texte singt, die ich scheiße finde, die diskriminierend sind, ob er sich gegen Homosexuelle richtet oder auch diskriminierend, was Frauen angeht und so. Und ich habe erlebt, ich bin auch für die Arche tätig, wo Kinder aus sozial schwachen Familien betreut werden, wo die Eltern einfach auch kein Mittagessen bezahlen können und da kommen die Kinder dahin und bekommen Mittagessen und so weiter und werden unterstützt. Und wir hatten mal eine Veranstaltung, wo diese Kinder, wo wir ein Fest gemacht haben, wo die Kinder da waren und dann war auch so ein bisschen Disco, also wurde Musik gemacht. Und dann haben die sich Bushido gewünscht und die haben diese Texte mitgesungen, wo ich denke, wenn diese Kinder, die eigentlich gar nicht wissen, was sie da für einen Mist erzählen, ja, wo das dann schon in die Köpfe von diesen Kindern gepflanzt wird, ja, diese Homophobie und so weiter, also das finde ich wirklich erschreckend. Und deswegen dieser Typ und auch, dass der sich einlässt mit diesen ganzen Araber-Gangs oder mit dieser Gang, die er da, also das den finde ich nicht besonders. Klare Antwort, schön. Ja. Umschlag Nummer 2. Ah, so. Was war der schlimmste Job, den Sie nur für Geld gemacht haben? Der schlimmste Job, den ich nur für Geld gemacht habe. Da muss ich mal direkt überlegen. Also ich habe mal gearbeitet bei einem bei so was Ähnliches wie Lidl. Also das war nicht Lidl, das hieß anders damals. Und da habe ich so Regale einräumen müssen. Und wie man da als Auszubildender, oder in dem Fall war es ja mehr so, also es war ein Job für mich, um mir meine Schauspielschule zu finanzieren. Und wie du da behandelt wurdest von den Chefs und so weiter. Also damals gab es also richtig so abwertend, ja, also was weißt du denn, ja, so Spinner und so weiter, also wo es an Respekt fehlte. Und das fand ich furchtbar, habe ich gedacht, das will ich niemals machen. Also in diesem Job möchte ich nie wieder arbeiten müssen. Ging das lang? Nee, das ging vielleicht so ein halbes Jahr oder so. Und dann war es Gott sei Dank erledigt. Haben wir noch den dritten Umschlag? Jawohl. Mal gucken.
Wann sind Sie mal über Leichen gegangen, haben also etwas Fieses getan, um einen persönlichen Vorteil zu haben? Als Wolfgang Barrow. Ja, schon klar. Sergio Gerner würde mir. Da wären wir nicht immer noch. Genau, da können wir noch 3 Stunden reden. Ja. Was habe ich Fieses gemacht, um einen persönlichen Vorteil zu haben? Gab es da irgendwas? Also ich habe keine Kollegen irgendwie ans Messer laufen lassen, persönlichen Vorteil zu haben. Ich hab mal, als mich ein Polizist angehalten hat und der sagte dann zu mir, weil das ist auch nicht fies, der sagte, Sie als Rechtsanwalt sollten auch wissen, wie die Straßenverkehrsordnung ist. Und dann habe ich gesagt, ja, es tut mir leid, Sie haben ja vollkommen recht. Also ich habe ihm in den Glauben gelassen, dass ich wirklich Rechtsanwalt bin. Aber gut, also das können wir akzeptieren. Ja, da war ja der Vorteil da. Genau. Dann gibt es immer noch die letzte Frage, die stellen wir allen Gästen, ist immer die gleiche. Eine klassische oder früher klassische Bewerbungsfrage. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wo sehe ich mich in 5 Jahren? Auf alle Fälle sehe ich mich bestimmt nicht im Ruhestand, sondern werde sicherlich aktiv irgendwo sein. Entweder auf einer Bühne oder vielleicht in einem Fernsehfilm oder vielleicht sogar in Hollywood. Wer weiß. Das wäre ja auch noch eine Option. Wenn Steven Spielberg anruft. Zum Beispiel, wenn der anruft, würde ich sofort dahin fahren. Also kein Problem. Oder ich würde auch einen englischen Film machen. Oder in einem Star Wars Film mitmachen. GZSZ-Foren würden uns wahrscheinlich jetzt massakrieren, wenn wir nicht nachfragen. Wäre denn auch möglich, dass du in 5 Jahren noch Joe Gerner bei guten Zeiten, schlechte Zeiten bist? Ja, weil das eine das andere nicht ausschließt. Mhm. Also selbst wenn Steven Spielberg anrufen würde und sagt, du bist jetzt, ich mache hier einen Kinofilm, dann würde ich mit der Produktion reden. Sagt mal, Kinder, wie sieht's aus? Die Drehzeit ist vielleicht 1 Monat. Können wir da so? Mhm. Und dann würde ich natürlich wieder nach Hause zurückkommen. Ob ich dann, wenn der Film von Steven Spielberg dann im Kino läuft und plötzlich wie Christoph Waltz ein Angebot nach dem anderen bekommt, dann noch die Zeit hätte, nebenbei noch gute Zeiten zu machen, das ist dann eine andere Frage. Aber das sind Sachen, also man soll nie, nie sagen. Wir drücken die Daumen und wünschen dir, dass du in diese Bredouille kommst. Ja, danke. Und eine Sache möchte ich noch sagen. Wolfgang Barrow hat um 8 Uhr heute Morgen seinen Drehtag angefangen. Jetzt ist es 8:30 am Abend. Und dann danken wir besonders nochmal, dass du dir jetzt nach dem langen Tag noch die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Gerne. Vielen Dank. Fernsehrausch. Übrigens auch bei Twitter, Facebook und Instagram. Ihr geht jetzt besser auch. Ich meine, ihr schaltet jetzt besser ab. Abschalten.